Willkommen zu einem neuen epischen galaktischen Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam die Geschichte von Star Wars Squadrons durch. Ich hoffe, wir können es gemeinsam durchspielen. Ich bin auf das Spiel gespannt. Zumindest die Story interessiert mich sehr. Allgemein, Star Wars Geschichten sind immer gut. Deswegen würde ich sie ganz gerne durchspielen. Aber wieso auf einmal so pessimistisch? Nun, das liegt daran, ich habe eben schon die ersten 5 Minuten aufgenommen. Ohne zu reden, hochgeladen, also die erste Cutscene der Story und dieses Video wurde direkt weltweit gesperrt, wegen der Musik. Denn die Musik wird ja auch in Filmen verwendet von Star Wars, ist halt eben eine Marke, die ihren Ursprung in Filmen hat. Und dementsprechend kommt YouTube und sagt, ja okay, das wird geclaimed, dann darfst du damit kein Geld verdienen. Oder wenn du Pech hast, claimen sie es sogar so, dass es eben gesperrt wird. Ja? Das Video wird zwar im Moment nicht gestrikt, aber es kann halt niemand sehen. Und davon hat niemand irgendwas. Jetzt habe ich mal ein bisschen daran rumgewerkelt und 15 Sekunden in der Cutscene um 160% beschleunigt. Nochmal hochgeladen, hat funktioniert. Ab und zu funktioniert sowas, einfach ein bisschen das Ganze beschleunigen. Dadurch entsteht eben dieser Mickey-Maus-Toneffekt, so ein bisschen zumindest. Und dadurch kann eben diese KI, die dahinter sitzt, das zumindest nicht mehr erkennen. Also nicht wundern, wenn einige Cutscenes mal hier und da sich ein bisschen merkwürdig anhören, aber ich denke, lieber 160% schneller als eben komplett rausschneiden. Ich glaube, davon haben wir alle ein bisschen mehr davon. Ich hoffe, es wird nicht zu extrem im Spiel. Die Musik habe ich erstmal allgemein abgestellt, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Und jetzt starten wir die Story und, ganz wichtig, Leute, ich lasse euch natürlich nicht hängen. Ihr könnt es diesmal leider nur zweimal gewinnen, einmal für die PlayStation und einmal für den PC. Für die PlayStation hat es sogar eine VR-Unterstützung. Ich habe hier gerade das Spiel vor mir. Könnt ihr gewinnen? Dazu einfach nur bewerten und einen Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen und für was ihr es haben wollt. Ihr habt eine Woche Zeit und jetzt starten wir mal mit der Story. Die imperiale Seite. Auf geht's! Alderaan hat die Vernichtung gewählt. Sie haben Rebellion und Anarchie entfacht. Und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Findet sie. Ruht nicht, bis die Zerstörung Alderaans abgeschlossen ist. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Sind sie? Ja, die Überreste Alderaans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Foster Haven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Commodore Sloan. Wegtreten. Jace. Alles bereit, Lieutenant Carroll? Die Staffel ist unterwegs. Sie brennen darauf, Lord Vaders Befehle zu befolgen. Und Sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskallon-Aufstands brachten Sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge, und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbereitet. Nur Standardteils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir. Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Sie hören mich, Teresa. Aber verstanden haben Sie nicht. Bald wissen wir Bescheid. Ich führe. Und niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist, wollen wir sie nicht verschrecken.
machen wir es richtig. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes geben. Na dann, machen wir uns bereit und schauen mal, was uns erwarten wird. Also die Cutscenes sehen schon mal sehr geil aus, wie ich finde. Beginne Startvorbereitung. Pilotin, starte deine Cockpit-Systeme. Bestätige. Systeme sind bereit. Checks abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger. Frontalsensor läuft und online. Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Also ich finde, das sieht schon mal ziemlich geil aus, oder? Hat ein geiles Feeling. Steuerung ist drin. Alles klar, ich bin bereit. Der Rest der Flotte ist zurück von Malastare. Genug Unterstützung, um uns mit diesem Konvoi der Sympathisanten zu befassen. Also ich muss sagen, die Steuerung geht schon mal sehr locker von der Hand. Verstanden, Vigilance. Alle mir nach. Wir führen einen schnellen Flottenüberflug durch, um die Flugsteuerung zu kalibrieren. Alles klar. Und wahrscheinlich wird permanent gequasselt. In Bewegung bleiben. Wir wollen keine Zusammenstößen. Ist sehr angenehm. Ich muss gar nicht reden. Oh, eine Rolle. Warte. Von innen vergisst man schnell, wie groß unsere Sternenzerstörer wirklich sind. Vorsicht, die Schilde können uns nichts anhaben, doch so nah am Schiffsrumpf sollten wir gut aufpassen. Okay, die Schilde können uns nichts anhaben, aber wir können natürlich rein crashen. Sie haben recht, Sir. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Es gibt etwas sehr Offensichtliches an einem TIE-Jäger. Unsere Feinde wissen, was ihnen blüht. Okay, wir fliegen mal unten durch. Da testet wohl jemand Kampfformation. Besser hier als später auf dem Schlachtfeld. Okay, mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und dann schön wieder zack Geschwindigkeit rein. Ja, die Steuerung geht richtig gut. Die Triebwerke sind heiß genug, um einen Teil zu verdampfen. Ich kannte einige Draufgänger, die das auf die harte Tour erfahren haben. Das wird knapp, Pilotin. Diese Quasarträgerschiffe sind etwas zu nah. Also die Steuerung geht richtig schön von der Hand. Alle Systeme sind kalibriert. Die Flotte ist in gutem Zustand. Die Vigilance berichtet, dass unser Gosanti-Transport bereit ist. Helix-Staffel, begebt euch zum Gosanti und dockt für den Hyperraumsprung an. Wird gemacht. Alles klar. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich permanent gesprochen. Habe ich irgendwie auch schon leicht vermutet. Stoppe unter den Gosanti, damit die Verriegelungen schließen. So, ein bisschen hier wieder Schub rausnehmen. Alles klar, perfekt. Also so wie wir spielen, ist das Ganze schon mal sehr casual. Finde ich aber gut. Finde ich gut. Man kann es natürlich Helix auch mit Joystick. Angedockt und bereit für Hyperraumsprung. Helix, wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Foster Haven.
Wahrscheinlich der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Sieht das fett aus oder sieht das fett aus? Also mir gefällt das richtig gut. Außer von der Optik her. Ich habe irgendwie weniger erwartet. Ich meine, wir spielen hier nur so ein 35-40-Euro-Spiel. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Aber... Heute sind eine Menge Frachter unterwegs. Also könnte sich unser Konvoi unter ihnen verstecken. Genau. Das macht einen guten Eindruck. Auch noch komplett vertont. Alle Frachtschiffe, hier ist Captain Lyndon James vom Galaktischen Imperium. Bereithalten für sofortige Inspektion. Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven. Hören Sie auf, meine Kunden zu belästigen. Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Weitermachen, Pilotin. Sicher. Prüfe deinen Frontalsensor. Er erkennt potenzielle Ziele. Pilotin, inspiziere zuerst dieses Schiff. Okay, was haben wir hier? Also, scan, um ein unbekanntes Schiff oder Objekt zu scannen, blicke es an und tippe L2, um es als Ziel zu erfassen. Nähe dich ihm anschließend, der Scan beginnt automatisch. Wenn du in Richtung des Ziels siehst und dich weniger als 1000 Meter davon entfernt befindest. Okay, das kriegen Moment, wir hin. Moment, wir waren dem Imperium immer treu ergeben. Ich bremse mal ein bisschen runter. Seht ihr? Treu ergeben, ich schwöre. Kein Teil des Konvois. Überprüfe ein anderes Schiff. Okay, hier vorne gut. Hin. Prüfe jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahm nur das Schiff nicht. Pilotin, überprüfe diese Schiffe und stelle fest, ob die Flüchtlinge hier sind. Also ja, der Anfang ist natürlich ein bisschen Tutorial jetzt. Keine Flüchtlinge an Bord. Weitermachen. Also beschlagnahmt ihr mein Schiff nicht? Nein. Da, ein Schiff versucht zu fliehen vor einer einfachen Inspektion. Wir sollten ihnen ein paar Manieren beibringen. An alle, Waffensysteme hochfahren. Pilotin, erfasse es mit den Sensoren und feuere eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Dann sieh nach, ob sie die Flüchtlinge versteckt. Okay, reicht das? Wow! Schon gut, dann scannt uns, aber stell das Feuer ein. Boah, ich wäre beinahe voll reingecrashed. Nur geschmuggelte Waffen und eine Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. Okay, was haben wir hier? X, um zwischen Zielen zu wechseln. Alles klar. Meine Kunden sind legitime Händler. Ihr habt kein Recht dazu. Captain, die Stationsverteidigung hat sich gerade aktiviert. Helix-Staffel zerstört die Geschütze. Unter Beschuss können wir nicht suchen. Hier draußen schießt niemand, ohne mit Gegenbeschuss zu rechnen. Sogar das Imperium sollte das wissen. Also jetzt nur eine Reaktion. Okay. Fall nach oben, um Energie auf die Laser umzuleiten. Dadurch laden sich sie sich schneller auf und richten mehr Schaden an. Alles klar. Alles klar. Gib deinen Laserkanonen Zeit zum Aufladen. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Wir werden hier auch gerade ein bisschen bombardiert, Freunde. Unter Beschuss. Ich meine, im Endeffekt ist das Ganze hier ein Shooter. Okay, ein bisschen runter. Alles klar, nice. Im Moment liegt der Fokus ja nicht auf uns und auch das Ziel wechseln ist super easy. Das gefällt mir echt ganz gut. Hauen wir mal hier die Geschütze weg. Also ich freue mich schon, wenn wir erstmal hier schöne Schlachten fliegen dürfen. Bam. Ihre Verteidigung wird schwächer. Weitermachen. Erstmal das hier holen. Zack. Haben wir sowas wie ein Radar? Ah ja, hier. Vorne. Die ganze Zeit gar nicht drauf geguckt, weil ich immer hier auf meine Mannequins geguckt habe, wo die hingehen. Low, 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 low. Alright, dann switchen wir mal hier. Schwupps. Ich werde angegriffen. Komm schon, zerleg das Ding. Einer fehlt noch. Aha, Reparatur. Okay, hier sehen wir die ganzen Sachen. Interface ist eigentlich ganz nice.
Bam! Und da bin ich wieder frisch in der Hose. Ziel zerstört. Das sollte reichen. Nicht schlecht, Pilotin. Unser Ruf wird sich davon niemals erholen. Captain Javes, ich glaube, ich habe die Flüchtlinge aufgespürt. Sind auf dem Weg. Pilotin, mir nach. Alles klar, ich markiere. Und dann zischen wir hier mal durch. Ordentlichen Wusch. Wahrscheinlich hier durch die Höhle, ha? Huh? Wir haben Feindaktivität. Wow, 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 wir bekommen Besuch. Wir erleiden Verluste. Rebellische X-Flügler auf dem Radar. Die X-Flügler. Dass man da nicht X-Wing sagen kann. Meine Fresse. X-Flügler. Furchtbar. Sie schützen den Konvoi. Verteidigt euch, falls notwendig. Oh, 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 oh. Ich suche nach den Flüchtlingen. Oh. Erstmal die Steuerung ein bisschen reinfinden. Unter Beschuss. Ich will den da oben. Ja, das ist meiner. So, feindliche Schilde. Einige Sternjäger, wie zum Beispiel X-Flügler, besitzen sich regenerierende Schilde. Du musst zunächst die Schilde zerstören, bevor du den Rumpf Schaden zufügen kannst. Ziel ein wenig vor das Ziel. Wenn dein Fadenkreuz von weiß auf rot wechselt, trifft dein Schuss das Ziel. Achte darauf, wie der Feind sich bewegt und ziel ein wenig vor das Ziel, um einen perfekten Treffer zu landen. Alright, 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 alright. Erstmal wieder hier das Ziel anvisieren. Okay, sobald die rot werden, treffen wir. So, X-Flügler. Ein Rebell weniger. Ein Rebell weniger. Neutralisiert. Und uns direkt hier den nächsten. Stehe unter feindlichem Beschuss. Das erinnert mich so ein bisschen an, früher habe ich gerne Aquanox gespielt. Kommt ja auch irgendwie nochmal ein neuer Teil raus. Aquanox war eigentlich ein ziemlich geiles Spiel, was damals in der Zeit irgendwie voraus war, was die Technik angeht. Die hatten damals schon so eine Bombengrafik. Kann ich mich noch gut dran erinnern. So, wir machen jetzt erstmal gleich ein Wendemanöver Omega. Treffer kassiert. So, runter, drehen und holen. Zielsuchraketen oder sowas wäre geil. Ja. Alter, wie viele X-Flügler sind denn hier noch unterwegs? Die verdammten X-Flügler. Komm schon, holt ihn euch. Boah, der macht ja aber ganz schöne Manöver, ne? Jetzt hängt er natürlich mir hinten dran. Wir waren nochmal Reparatur. Rebell, an meinem Heck! Moment. Ah, hier. So, erstmal eine kleine Reparatur. Und dann kommen wir hier wieder angeflight. Und mischen mit. Und mal den hier. Ruhig, ruhig, ruhig. Nächster weggeholt. Ziel wurde zerstört. Sie haben das Feuer eröffnet. Wow, 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 der macht hier ein Manöver. Ah, 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 ah. Was hat der vor? Frontal auf mich! Wow! Komm schon, die Schlacht gewinnen wir. Ey, der letzte hier, ne? Der will's wissen. Der hat irgendwie es ganz schön auf mich abgesehen. Aber jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Rebell erledigt. Und direkt der andere vor mir. So, machen wir hier die Maschine frisch. Aber ich denke, damit müssen wir auch später sehr sparsam umgehen. Okay, okay, okay. Das ist der letzte, oder? Ah, ich glaube, ganz hinten ist noch einer. Achtung, hier nicht rein crashen. Komm schon. Komm schon. Volle Breitseite. Neutralisiert. Ordentlich gegeben. So, geben wir mal Schub. Dann flippen wir das Baby. Yes! Alle Rebellen ziehen.
Rebellenabschaum. Captain, die Rebellenjäger kommen aus dem Tunnel durch die Station. Der Flüchtlingskonvoi muss da drin sein. Hinterher! Mit ihnen beschäftigen wir uns später, Stationsleiter. Ihr greift meine Station und Kunden an und beschuldigt mich? Imperiale Verbrecher! So, ich bin direkt bei dir. Aber wie das Ganze weitergeht in der nächsten Folge, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!